Ja, herzlich willkommen hier im KitKat Club. Hier in diesem Raum wurde nicht nur gefeiert, sondern auch heftig Politik gemacht. Und das mit Erfolg. Und genau wo wir hier sitzen, haben wir vor 2 Jahren sehr oft getagt und die ganzen Demonstrationen vorbereitet. Stopp die GEMA-Tarifreform. Das ist genau in diesen Räumlichkeiten passiert und es war erfolgreich und dank diesen erfolgreichen Demonstrationen und Aktionen können wir überhaupt noch zu diesen Preisen feiern, sonst wäre das nämlich sehr viel teurer geworden. Das ist nur so zu diesem Ort. Wir sind ja hier auf einer Goa-Party. Darum will ich ein bisschen von Goa erzählen. Goa ist ein kleiner Landstrich in Indien, gut 100 Kilometer lang, 40 Kilometer breit und war über Jahrhunderte eine portugiesische Kolonie. Und in den 60er Jahren sind dann die Inder da einmarschiert. Die Portugiesen sind ohne Widerstand zu leisten gegangen. Und dann war es ein Gebiet unter Bundeshoheit, ist erst wesentlich später ein eigener Bundesstaat geworden. Und da Delhi sehr weit weg war, hatte man in Goa sehr viele Freiheiten. Das war so ein kleiner Landstrich, das hat die Zentralregierung in Delhi nicht so groß interessiert. Und darum hatte man in Goa viele Freiheiten. Und Goa zeichnet sich durch wunderschöne Strände und Landschaften aus. Und so hat es viele Amerikaner und Europäer, vor allem Hippies, in den 60er und frühen 70er Jahren nach Goa gezogen. Und die haben da Party gemacht. Das waren vor allem Leute inspiriert von Timothy O'Leary. Das war ein Professor aus Harvard, der sehr viel über LSD geforscht hat und geschrieben hat. Sein bekanntestes Buch ist wohl Die Politik der Ekstase. Und der hat maßgeblich die ganze Flower Power Bewegung und Hippie Bewegung beeinflusst. Und die Leute sind dann nach Goa, als es ungemütlich wurde durch die Repression in den USA, und haben halt dort gefeiert. Da hatte man Freiraum, da gab es Strände, da gab es keine Sperrstunde und es gab gutes Gras und es gab gutes Haschisch. Und hier in Europa war auch viel in Bewegung. Die einen haben vielleicht schon von den 68er Bewegung gehört. Das ging eigentlich schon 67 los. Studentenrevolte und eine zunehmende Repression durch den Staat. Das gilt also für Wessiland und für West-Berlin. Und auf der einen Seite war einfach der Drang groß, auch woanders hinzugehen, wo man friedlicher feiern konnte als hierzulande. Und auf der anderen Seite war auch ein großes Interesse an Spiritualität. Das ging einher, weil LSD und Mescalin und Zauberpilze haben sowohl in den USA als auch hier in Europa viele junge Leute beflügelt, über ihr Leben nachzudenken und ja, zu überlegen, was sie eigentlich auf dieser Erde sollen. Und dann kommt man halt schnell aufs Feiern. Und man kommt auch auf die Idee zu meditieren und weise Leute aufsuchen. Vor allem in den 70er Jahren hatten indische Gurus in Europa Hochkonjunktur und Hunderttausende junge Europäer sind nach Indien gegangen, um verschiedene Meditationstechniken zu lernen, um alte Weisheitsbücher zu studieren, um mit Sadhus zusammen durch die Gegend zu wandern, einfach um, wie man sagt, das Morgenland kennenzulernen. Und so kam es, dass
Hippies aus Kalifornien und Hippies aus Europa in den 70er Jahren in Goa Musik machten und am Strand Party feierten. Und dann kam eine große technische Neuerung Anfang der 80er Jahre und die hat das Musikleben total verändert. Und diese technische Neuerung heißt MIDI. Es war auf einmal möglich, mittels Computer verschiedene elektronische Musikgeräte miteinander zu verknüpfen. Einer konnte also gleichzeitig mehrere Geräte bedienen und das eröffnete völlige neue Möglichkeiten, Musik zu machen. Und dann kam in den 80er Jahren noch etwas dazu. Auf einmal gab es nicht nur LSD und Pilze und Mescalin, sondern Ecstasy machte die Runde. Und Ecstasy ist eine Substanz, die wirkt sehr auf die Gefühle und vor allem was das Hören anbelangt, man spürt den Bass. Und durch das Ecstasy und durch MIDI ist eigentlich die Veränderung gekommen, dass bei einem Stück nicht mehr steht, das ist in C-Dur oder A-Moll oder G-Dur oder F-Dur, sondern es stand auf einmal, es hat so und so viel BPM. Das Tempo war auf einmal maßgeblich. Durch diese neue Technik und auf der anderen Seite durch die Erfahrungen, vor allem mit Mantras und mit der indischen Musik, sind Dinge zusammengekommen, die etwas sehr Kreatives ermöglicht haben. Da war zum Beispiel ein Musiker, der Deuter, Chaitanya Hari heißt er als Sannyas, der war der Hofmusiker von Bhagwan in Pune und er hatte ganz neue Computer aus Deutschland, ein PPG-Computer und der hat die ganzen Meditationsmusiken gemacht. Und das war eigentlich schon fast so ein Vorläufer auch von Goa-Musik, kann man sagen. Es ging nämlich um ekstatisches Tanzen, um das Verlassen von Verstand, das Verlassen von Kontrolle, sich völlig in der Musik gehen lassen und tanzen bis in die Ekstase. Dynamische Meditationen waren das. Und so kam eine Entwicklung, dass die Musik sehr sequenziell wurde. Es wurden die gleichen Passagen oft wiederholt. Es entstand eine Musik, in der auf Texte verzichtet wurde. Man musste also nicht gedanklich dabei sein, sondern sie konnte sich ganz in die Gefühle fallen lassen. Und es entstand eine Musik, wo nicht ein Stück aufhörte und dann, wie früher hier noch in den Diskotheken, dann angesagt wurde, wie das nächste Stück heißt, sondern es wurde durchgespielt. Das heißt, man konnte stundenlang tanzen. Und wenn man dann noch die Lightshow passend zur Musik gestaltet, dann hat das die Wirkung, dass alle Leute, die auf dem Dancefloor sind, gleichzeitig einen Impuls kriegen durch Hören. Das wird im Gehirn verarbeitet, löst Gehirnströme aus. Gemeinsam einen Lichteffekt erleben, das löst Gehirnströme aus. Und sich gemeinsam rhythmisch bewegen, auch das löst Gehirnströme aus. Das heißt, die Tänzer auf dem Dancefloor hatten alle ziemlich analoge Gehirnwellen, die im Takt schwingen. Und wenn viele Leute gleichzeitig etwas Gleiches machen, früher war das zum Beispiel in den Kirchen so, wenn sie gemeinsam Lieder gesungen haben oder gemeinsam die Messe gelesen haben oder bei den Sufis, wenn sie gemeinsam getanzt haben, die Derwische
dann entsteht ein morphogenetisches Feld. Das ist eine Energie, die gemeinsam nur aufgebaut werden kann. Und wenn man so zusammentanzt, entsteht ein Energiefeld, das steigert auch die Empathie zwischen den Leuten. Man wird sensibler und kann gemeinsam Räume durchleben, die man eigentlich alleine so nicht durchleben kann. Das heißt, bei einer solchen Party ist der DJ oder der Musiker immer angewiesen darauf, wie das Publikum mitgeht, und das Publikum ist angewiesen auf den Zeremonienmeister, die Musiker oder der DJ. Es ist also ein Wechselspiel. Man ist als Besucher einer Goa-Party, einer Trance-Party, nicht ein Konsument, nicht nur ein Gast, sondern man ist ein Teil davon. Die gemeinsame Energie, die dabei entsteht, ist das, was dann die Party eigentlich ausmacht. Vom äußeren Erscheinungsbild hat sich da auch eine sehr spezielle Kultur entwickelt, nämlich vor allem die Schwarzlichtkunst. Wenn man heute, ob in Japan oder Australien, in Israel oder in Deutschland, in Mexiko, den USA oder Kanada, auf eine Goa- oder Trance-Party geht, findet man ähnliche Symbole, findet man ähnliche Strukturen. Nicht nur die Musik ist ähnlich, sondern zum Beispiel die Farbenkunst, wo Ananto ein Großmeister drin ist, oder die ganzen Lightshows, die haben einen bestimmten Stil entwickelt, sodass man sagen kann, Goa- und Trance-Partys sind heute eine echte Weltkultur. Und wir, die wir feiern, wir sind diese Kultur. Nicht? Kultur ist eine Art zu leben. Kultur ist nicht das, was man kaufen kann. Man kann Kulturgüter anschauen im Museum, man kann Kultur sich anhören in einem Konzert, aber bei einer Party, da ist man Teil dieser Kultur. Das heißt, die Party wird so, wie die Teilnehmer der Party auch sind. Und das ist eine spezielle Art, miteinander umzugehen. Denn wenn man in Ekstase, in Trance tanzt, dann mag man nicht auf einmal umgerannt werden. Da mag man sich nicht plötzlich erschrecken, sondern da mag man wirklich in andere Sphären eindringen. Und da man das nur gemeinsam in diesem Stil kann, hat sich eigentlich in der Szene ein sehr sensibles Miteinander entwickelt. Wenn ich hier auf den Partys, die Ananto macht, mir umschaue und wir haben Besuch aus Frankfurt oder Hamburg oder München von anderen Veranstaltern, dann fragen die uns oft, wie schafft ihr das, überhaupt so ein Publikum zu kriegen? Und das ist eigentlich das, was in Berlin besonders schön ausgeprägt ist, oder sagen wir überhaupt im Norden dieses Landes, zwischen Berlin und Hamburg, entlang vom Party Highway, finden ja sehr schöne Open Airs statt. Und da hat sich eine unglaublich sensible und ausdrucksstarke, ja, Partykultur entwickelt. Die ist ziemlich einmalig in dieser Konzentration auf dieser Welt. Und das zu befördern und das weiterzuentwickeln und das zu stärken, das ist eigentlich so einer meiner Hobbys in diesem Leben. Applaus
Das mache ich auf der einen Seite mit Musikern zusammen, denn wenn man in Ekstase und in Trance ist, hat man ja auch den Wunsch, im universellen Einklang zu sein. Nicht? Es ist ja das Realisieren, dass man ein Teil von diesem Universum ist und dass es nichts gibt, das zwischen einem und dem Universum ist. Man braucht keinen Vermittler. Oder wie man auch sagt, Gott offenbart sich in seiner Schöpfung und wir sind ein Teil der Schöpfung. Drum ist auch das Göttliche in jedem von uns. Und wenn wir auf Partys jetzt das Universelle in uns resonieren lassen wollen, dann bin ich halt mit Künstlern rangegangen und wir haben die Natur vertont nach dem Prinzip der kosmischen Oktave. Das will ich jetzt hier im Detail nicht ausführen, aber es ist einfach eine Technik, wie man auf physikalischer Methode Schwingungen aus dem Makro- oder Mikrokosmos in den hörbaren und sichtbaren Bereich transponieren kann. Und so haben wir Musik gemacht auf das Om, das ist auch ein Symbol, das man auf vielen Goa-Partys sieht. Das ist der Urton, das Urwort, die Urschwingung. Auch in der Bibel heißt es, am Anfang war das Wort. Das heißt, die Schwingung ist etwas ganz, ganz Primäres. Und auch die indischen Mönche, vor allem auch die tibetischen, die meditieren auf diesen Ton. Und dieser Ton, in etwa ein Cis, das ist eine Schwingung, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man die Resonanzen immer mehr spüren und das morphogenetische Feld und kommt so bewusst in Einklang mit der Welt. Und auf der anderen Seite beschäftige ich mich auch sehr intensiv mit psychotrop wirkenden Substanzen. Denn diese ganze Kultur hätte ohne die Einwirkung dieser Substanzen sich so nie entwickelt. Das gilt übrigens auch für frühere Kulturen, also ohne Gras und ohne Kokain gäbe es vermutlich keinen Jazz. Und ohne Alkohol gäbe es keine Bachfugen und keine Bachmotetten. Und in den letzten Jahren, in diesem Jahrhundert, im letzten Jahrhundert, haben halt sehr viele Leute Erfahrung gesammelt mit Psychedelika. Vor allem Psychedelika sind Substanzen, die das Seelenleben erhellen. Man durchschaut bestimmte Dinge, man kriegt bestimmte Dinge mit. Es gibt noch sehr andere Substanzen, wie zum Beispiel Stimulantien, die machen vor allem wach, aber eben auch manchmal aggressiv. Und da gibt es dissoziative Drogen, zum Beispiel Ketamin oder GHB. Da liegt man dann eher wie so ein Schluck Wasser im Sofa und ist nicht mehr so ganz partytauglich. Darum ist das auf Partys besser zu unterlassen, weil es ist nicht nur für jemanden selbst unangenehm, wenn man seinen Drogenmischkonsum so betreibt, dass da Tütata, die Sanitäter kommen müssen, sondern es ist im gewissen Sinne auch asozial. Weil ich wechsle immer ein bisschen ab der Anwendung. Weil wenn plötzlich die Sanitäter kommen und es hell wird auf dem Dancefloor, stört man die ganze Party. Da muss man beachten, Drogenmischkonsum ist eine Kunst wie Kochen. Von einem Gewürz zu viel und die ganze Speise schmeckt nicht. Deshalb erst informieren, dann diskutieren und eventuell dann konsumieren. Das ist übrigens keine Aufforderung zum Konsum illegaler Drogen, sagen wir ganz kurz.
Also jedenfalls nicht bei mir. Nein, es geht um Drogenkompetenz, es geht um Drogenmündigkeit und es geht um Drogenautonomie. Nicht das Gegenteil von Drogenabhängigkeit ist Drogenautonomie. Und das beinhaltet, vernünftig auf Basis von Wissen zu entscheiden, für welchen Moment man eventuell eine Substanz oder mehrere braucht oder auch eben zu entscheiden, jetzt nicht. Und das hängt nicht nur von den Substanzen ab, sondern ganz im Wesentlichen auch von zwei weiteren Punkten, die vor allem Tim Leary schon in den 60er Jahren immer vermittelt hat. Es geht um Drugs, also Substanzen, ihre Mischung, ihre Mengen. Aber genauso wichtig ist Set, die persönliche Befindlichkeit und die Erwartungshaltung, und das Setting, die Rahmenbedingungen. Und wenn eins von dreien nicht passt, dann sollte man die Finger davon lassen. Weil dann steigt das Risiko, dass es einem nicht gut geht. Weil Drogen allein machen die Party nicht aus. Feiern muss man selbst. Und das kann man mit und ohne. Also es kann jetzt, das Thema ist Goa und jetzt landen wir also bei Drogen und dem optimalen Mischkonsum. Was, vielleicht abschließend noch ein paar Worte, was würdest du denn sagen, macht eine Goa-Party am meisten aus, neben den Substanzen und dem optimalen Ganzen? Also gibt es irgendeine spezielle Art von Menschen, die vielleicht sich dort einfinden oder sich einfinden sollten? Oder was ist dieser sogenannte Goa-Spirit, von dem alle reden und von dem keiner weiß, was es wirklich ist? Was bedeutet das für dich? Also die meisten Leute, die ich kenne, die auf Goa-Partys gehen, fangen früher oder später an, Weisheitsbücher zu studieren und philosophieren und denken nach, wer sie sind und was sie auf dieser Welt wollen. Und feiern, gemeinsam feiern beim Tanzen, das löst Glücksgefühle auf. Ich glaube, für viele hat Goa oder die Psytrance-Szene eine ähnliche Bedeutung wie vielleicht für einen frommen Christen eine heilige Messe oder eine Pilgerfahrt oder eine Pilgerwanderung nach Lourdes oder nach Santiago de Compostela. Es sind besondere Anlässe, es sind feierliche Anlässe, es sind Anlässe, wo man hingeht, um sich mit anderen in einem besonders lebensaktiven Zustand zu erleben. Es sind ja Momente, wo man viel von sich offenbart und gleichzeitig Momente, wo man sehr viel spürt und mitkriegt, was man eben im Alltag nicht so mitkriegt, weil man nicht durch irgendwelche alltägliche Dinge abgelenkt ist, sondern wirklich Lebenslust und Lebensfreude auf dem Dancefloor zum Ausdruck bringt. Und du hast jetzt gesprochen vom Alltag und von dem Ausgleich zum Alltag. Was würdest du denn denjenigen sagen, die vielleicht Gefahr laufen, dass der Ausgleich zum Alltag wird? Also dass sozusagen viele jüngere Menschen oder wenn die Eltern vielleicht Angst haben, oh mein Gott, der ist jetzt nur noch am Feiern, vielleicht wird er auch in der Schule. Was kannst du also diesen Leuten sagen, was ist Alltag, was ist Ausgleich und was ist die gesunde Mischung davon? Und kann man das überhaupt trennen? Man sollte, wenn man ein oder zwei oder vielleicht sogar drei Nächte durchgemacht hat, oder vier oder fünf? Ja, das ist ein bisschen sehr viel, aber es gibt Leute, die das auch machen. Schlafentzug ist wie wenn man auf die Bank geht und Kredit holt und irgendwo ist das Konto überzogen und dann steht man vor dem Nichts. Das heißt, wenn man lang feiern war,
sollte man sich eine Zeit einplanen, wo man ausschlafen und relaxen kann. Also die Trennung von Party und wieder die Arbeit sollte Zeit haben, dazwischen zu ruhen und zu entspannen und auch ja, die psychedelischen Erfahrungen, die man in der Tanztrance erlebt hat, zu verarbeiten. Das ist sehr wichtig, was du gesagt hast. Also ich bin immer noch dabei, die Antares zu verarbeiten übrigens. Also, möchtest du abschließend noch irgendwas Wichtiges sagen? Ansonsten würde ich dann zu unserem Freund Ananto rübergehen. Ja, allen heute hier eine wunderschöne Party wünschen. Jawohl, das ist ein tolles Stichwort.